So, willkommen zum zweiten Tag mit Isaac. Bin immer noch nicht ganz gesund, aber hey, habe ich überhaupt einen neuen Charakter freigeschaltet? Nicht? Gut, dann nochmal Isaac. Hoffentlich diesmal ein bisschen bessere Kombination von Items, weil ich fand die jetzt nicht so berauschend beim letzten Mal. Aber hey, mal sehen. Also hier schon mal nicht der Itemraum. Ja. Die Bombe bringt mir auch nichts. Da wird nämlich nicht der Geheimraum neben sein. Schauen wir mal. Stirb. Und wie ihr gesehen haben werdet, wenn ihr denn das erste Video gesehen habt, werde ich jetzt den ganzen Monat über das machen. Ich habe es ja jetzt auch Isaac Mampf genannt. Money gleich Power. Ja. Jetzt nicht so ultimativ gut, wenn ich nicht viele Münzen finde, aber mal sehen. Aber jetzt bin ich dazu fast verpflichtet, jeden Scheißhaufen kaputt zu machen. Weil da drin Münzen sein könnten. So, das ist jetzt doof. Ich hoffe, hier ist wirklich der Geheimraum. Gut. Das ist schon mal gut. Jetzt habe ich schon 13 Münzen, das macht schon mal einiges am Schaden aus. Hoffen wir, dass hier auch noch ein paar drin sind. Oder Petrified Poop, also das ist so. Ja, genau das. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich was aus den Scheißhaufen bekomme, höher. Heißt, die Wahrscheinlichkeit auf Münzen ist höher und alles, also mehr Damage. Tendenziell. Die beiden mag ich nicht, weil die auf einen Shoot chargen können. Genau das meine ich. Da habe ich immer meine Probleme mit den beiden. Also, das ist so ein Gegner, wo ich eigentlich immer Schaden nehme, außer ich mache extremen Damage. Den ich natürlich jetzt noch nicht mache. Stirb doch endlich. Und dass die Fliegen spawnen, macht es auch nicht gerade besser. Übersichtlicher. So. Schon wieder Range ab. Das habe ich doch. Ich möchte Damage. Nur durch Geld Damage zu bekommen, ist jetzt nicht das Beste. Schauen wir mal. Gut. Vielleicht kriege ich noch genug Münzen, um viel zu spielen und den Dollar zu bekommen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, aber man kann ja hoffen. Bomben helfen schon mal. Die Kiste werde ich auf jeden Fall überprüfen. Und in der Zeit hat natürlich auch ein Feuer geschossen. Deswegen habe ich Damage bekommen, aber zwei blaue Herzen sind schon mal gut. Ja. Steckt der Bomben sonst wohin? Der wird uns mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Anarchisten-Kochbuch geben. Oder auch nicht. Das hätte mich sogar jetzt gefreut, das Anarchisten-Kochbuch. Da hätte ich wenigstens was als Space-Item. Aber nun gut. Mal sehen, was der Itemraum sagt. Dead Sea Scrolls. Brachte das nicht einfach nur ein Item? Ach nee, das brachte einen Effekt für den Raum. Okay. Durcheinander gebracht. Aber passiert. Lazarus. Stimmt. Vier blaue Herzen gleich Lazarus. Groß. Und das war sehr unnötige Bombe, dass die direkt so gespawnt ist, dass ich der nicht mehr ausweichen konnte, richtig. Und durch die gefangen war. Na gut. Kann man jetzt nichts dran ändern. Wollt ihr mich eigentlich ver...
fehlen mit den ganzen Treubomben. So. Was für ein Effekt? Eine Karte. Nee, Mums Pildings. I can see forever. Ah, das ist schon mal gut. Hatte ich das gestern? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dass ich halt die Geheimräume auf der Ebene sehe. Und einfach reinlaufen kann. Also so wie X-Rays. Nur für die Ebene halt. Und nicht für immer. Oh, natürlich hat mich das getroffen. Natürlich hat das ein ganzes Herz gezogen. Obwohl das nur so eine kleine Träne war. Oh, ein schwarzes Herz. So, hier müsste ein Raum sein. Das war klar. Hm, nur mit Müll. Und da ist... Ja, gut. Das ist schon mal gut. Dann habe ich schon wieder ein bisschen mehr Damage. Es waren nur drei Balken bis jetzt, aber gut. Uah. Ich habe eh die Kunst, in sowas reinzulaufen, wenn es da einfach rumsteht. Wenn ich in den Raum reinkomme. Ja gut, die sind nicht schwer. Gehen sogar schnell down. Das gleiche nur nochmal mit ein paar Maden dazu. Gut. Stirb. Nee, Petrified Dings ist besser. Oh. Teleportation. Es hätte mich auch in einem Error Room bringen können und das hätte ich jetzt nicht gewollt. Das passiert mir ja sehr häufig. Immer dann, wenn ich nur aus dem Raum oder so möchte, mit Teleportation, lande ich in einem Error Room. Und das ist irgendwie auch viel häufiger als noch in dem alten Isaac. Also zumindest kommt es mir arg so vor. Der Raum ist scheiße, der Raum ist scheiße, der Raum ist scheiße. Und das ist der Effekt von schwarzen Herzen. Falls ich es nicht gestern schon hatte, ich weiß es echt nicht. Hab's mir nicht gemerkt. Wir schauen trotzdem mal hier vorbei. Ah, das blaue Herz ist verlockend. Das würde bringen, dass ich zwei Karten tragen könnte. Brauche ich jetzt gerade nicht, aber das nehmen wir mit. So. Das ist ein einfacher Raum. Also relativ. Wenn die hier nicht wären und so ewig viel aushalten würden. Das finde ich so schlimm, dass die so viel aushalten. Beim ersten Mal. Das war knapp. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich das Schaden nehme. So. Ja. Jetzt nicht so das Geilste, aber gut. Itembomb könnte an zwei Orten sein. Ich will jetzt keinen ausprobieren. Wir gehen einfach zum Boss. Und was sagt die Zeit? 47? Wenn ich mich beeile, könnte ich sogar noch einen Bosswasch bekommen. Und? Schubdabub. Ach, ich hasse Mega Fetti. Wegen seinem Hochspringen. Das ist das Hauptproblem von dem. Ja, ansonsten ist er ja auch nicht schwer, aber... Das nervt schon. Ja. Hauf mit deinem Diarrhoe. Mit deinem Dünnpfiff, Frau. Obwohl das im Grunde das gleiche ist, aber hey. Was aber auch interessant zu wissen ist, wenn er kotzt, man kann in die Kotze reinrennen und man kriegt keinen Schaden. Also zumindest habe ich da noch nie Schaden genommen, als er das gemacht. Ja, jetzt konnte ich es natürlich nicht demonstrieren. So. Also ich habe keinen Schaden genommen, nur von seinem Diarrhoe am Ende noch, weil ich da nicht dran gedacht habe.
Nee, jetzt nicht so. Das eine ist Gappis Halsband, sag ich mal. Damit habe ich die Wahrscheinlichkeit, wiederbelebt zu werden, wenn ich sterbe. Und das andere war, wenn ich nicht irre, Mysterious Page 2, aber was die genau brachte, weiß ich nicht. Ich kann mir das nicht merken. Weil ich die einfach nie nehme. Weil ich einfach nur weiß, okay, ich fand's nicht gut, also brauche ich es nicht. Jetzt bin ich an dem Punkt angelangt, wo ich schon wieder einen Schlüssel brauche, auf jeden Fall. Und? Was für ein Effekt? Wow. Wow. Das hätte ich hier in die Mitte legen müssen, bei den Pilzen. Weil die Pilze haben eine Chance, ein Pilz-Item zu droppen, spawnen, wie auch immer. Also sowas wie Magic Mushroom, der halt alles erhöht. Nee. Oder Small Mushroom, der Speed und Shot Speed, glaube ich, erhöht. Und es gab, glaube ich, noch ein oder zwei andere, aber die weiß ich jetzt nicht auch von den Effekten. Ich glaube, One-Up kann aber nicht rauskommen. Also der Grüne. Boah, unnötiger Schaden ist sehr, sehr unnötig. Stirb doch! Boah! Ich verstehe nicht, warum ich der teilweise keinen Schaden gemacht habe. Na gut, Gertie kennt man. Wow! Wow! Ich habe mit allem gerechnet und nicht mit der Telepilz. Obwohl ich schon eine hatte und das war auch noch eine. Oder hatte ich vor. Ah ne, das war Teleporter. Von Effekt her. Okay, ich habe nichts gesagt. So. Book of Shadows. Ja, das ist schon mal besser. Und wir packen das dahin. So. I can see forever, das ist schon mal gut. Zwei Schlüssel. Der Supergeheimraum müsste meines Erachtens nach hier unten links sein. Oder auch nicht. Dann muss er hier sein. Oder auch nicht. Den Raum hasse ich jetzt schon. Ich hasse diese langbeinigen Spinnen. Weil die halten zu viel aus, schießen Tränen und sind allgemein scheiße. Hä, wo soll der denn sonst sein? Was ist denn am nächsten dran? Am Bossraum und hat nur einen Raum Verbindung. Das hier dann. Oder wie? Oh, der Pakt! Oh, den will ich. Damage und Tears up. Das ist sehr nice. Oh nö, nicht Fledermäuse, nicht Fledermäuse, nicht Fledermäuse. Die chargen doch auf mich zu. Hä? Also, manchmal ist das sehr komisch, wo der Supergeheimraum ist. Schauen wir mal kurz rein. Kriegen nicht meine Münze zurück. Nun gut. Also, dass ich den Pakt bekommen habe in dem Raum, war sehr, sehr gut. Warum der jetzt hier ist, weiß ich nicht. Weil eigentlich ist das nicht der Raum, der am nächsten dran ist. Obwohl, doch. Nee, nein. Der, wo ich am Anfang dachte, dass er da ist, aber weil das nicht so ein Raum ist, wo der Secret-Raum sein kann, ist er natürlich nicht da gewesen. Nee, das will ich nicht. Würde mir, wenn ich Schaden nehme, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Unbesiegbarkeit und währenddessen Schaden für den Gegner, wenn ich ihn berühre, geben, aber das brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Ich habe mein Book of Shadows und freue mich darüber.
So. Gördi ist ja nicht schwer, sondern er hat nur 4 HP. Für meinen Geschmack immer zu viel. Aber gut. Damit komme ich klar. Natürlich! Ey, das ist so ein Boss, wo ich im Normalfall nicht getroffen werde, aber jetzt, wo ich aufnehme, natürlich. Es ist wieder so typisch Aufnahme. Noch nicht mal ein Teufelsraum. Okay. Dann nicht. Boss Rush wird wahrscheinlich eh nichts mehr. Oh Gott, das Lachen ist nicht gut. Das Lachen ist nicht gut. Das bedeutet nämlich, dass Hände vom Himmel kommen, sag ich mal. Und wenn sie mich greifen, jeder, der Zelda gespielt hat, sollte es wissen. Werde ich zum Anfang zurück geportet. Und kriege natürlich auch noch Schaden. Also jetzt nicht so das Geilste. Kann mir Besseres vorstellen. Stirb! 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 Oh. Die regen mich so auf, diese Türme. Alter, wie viel HP hat der denn? Geht doch! Meine Güte. Hände. Stirb. Ach so, nur eine? Ja, das ist ja kein Thema. Gut. Okay, der Raum ist auch einfach. Obwohl ich da noch fast Schaden genommen hätte, aber gut. Egal. Ich hoffe, ich muss nicht in den ganz großen Raum da oben. Meine Hoffnung ist soeben gestorben. Weil es keine Hoffnung mehr dafür gibt. Und diese Gegner gerade eben, die habe ich bis jetzt vielleicht zweimal gesehen. In meinem ganzen 100%-Dings. Weil die eigentlich ziemlich selten sind. Und vor allem 4 in einem Raum. Das hatte ich noch gar nicht. Na. Ja. Geht sterben. Ach, da ist noch ein zweiter davon. Explodier. Wo ist die andere? Da. Explodier. Ah, eine Karte. Chariot. Ja, ja. Kann man benutzen. Stirb, Fistula. Mehr oder weniger Fistula. Ist ja nicht der ganze Boss. Gott. Der Boss an sich ist ja nur der das Behältnis für die Gegner. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. So. Auch nichts Großartiges. Außer, dass diese Ebene viel zu viele Räume hat. Meines Erachtens nach. Was ich komisch finde, ist, das ist eine Larry-Form. Aber kein Boss. An sich. Hat nämlich keine HP-Leiste, zählt nicht zur HP dazu, wenn ein anderer Boss im Raum ist. Nichts. Ach, warum habe ich keine Bombe? Danke! Oh, das ist nice. Und was haben wir da? Empress, das gefällt mir sogar noch viel mehr. Stirb! Und du vorher geh auch tot. Ja.
So. Müsste nicht mal so langsam der Bossraum kommen? Bombe benutzen! Natürlich habe ich nur eines kaputt gemacht, aber gut. Der wird mir auf jeden Fall eins von zwei Items geben, die ich jetzt nicht so unbedingt haben möchte, aber daran kann ich nichts ändern. Geht weg. Was? Trifft er mich einfach? Kann doch nicht machen. Ich sagte, kannst du doch nicht einfach machen. Book of Revelations. Oh, ein Gottesraum. Leider nur die Papstkappe. Na gut. Dadurch ist meine Chance auf Soul Hearts höher. Schauen wir mal, was wir hier unten haben. Ich hatte auf was Besseres gehofft, aber gut. In so einem Raum kann auch ein Würfelraum sein, der die ganze Ebene rerollen kann und alles Mögliche, also schon von Nutzen sein könnte. Boah. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich in so einen Raum reingegangen bin und keinen Schaden genommen habe. Weil für gewöhnlich laufe ich instant in diese Spinnen rein. Oh Gott. Mach den Kopf hoch. Das war ein Scheißraum. Und das war unnötig. Und ich kann die nicht auseinanderhalten. Das Herz möchte ich unbedingt haben. Und ja. Nehmen wir das auch noch mit. Mom's Contact. Oh, das ist gut. Und das auch. Dadurch habe ich zwischendurch Piercing Shots. Vielleicht finde ich auch noch ein besseres Trinket, aber das fand ich eigentlich jetzt schon so gut, dass ich das mitgenommen habe. Zecke. Nee. Würde mir nur 10%. Ich glaube, es waren 10% von den HP des Gegners ersparen, also Bossen. Also Bossgegner nur. Was ich jetzt wirklich nicht als so gut empfinde, dass ich die Zecke nehmen möchte. Ich kenne einige, die gut finden, aber ich bin kein Fan davon. Ach, verdammt, ich habe den Gegner da unten übersehen. Ich dachte, es wäre nur ein weißes Vieh. Das war unnötig. Das war sehr, sehr unnötig. Ja. Hey! Stirb jetzt. Danke. Boah, wo ist denn der Itemraum? Das war genius. Ich dachte, ich würde sie noch töten, bevor sie schießt, aber nein. Alter. Ich hasse diese Gegner. Ich hab die schon immer gehasst, wenn die hoch springen und direkt auf einen runterkommen. Inzwischen gibt es ein Item, was das blocken kann, dass die Schaden machen, wenn sie auf einen landen, aber ja, gibt besseres. Okay, schauen wir mal vorbei. Und kriegen nur Müll. Yay. Geheimraum könnte da sein. Oder da. Greed. Oh, bitte Münzen. Bitte Münzen. Bitte Münzen und nicht Steam Sale. Bitte Münzen. Und nicht Steam Sale. Hm. Ja, das ist schön. Hier ist nichts Besonderes. Mmh.
Wo der Supergeheimraum ist, kann ich nur ahnen. Ich würde neben dem Shop sagen. Bin mir aber nicht sicher. Schade, dass ich nicht fliegen kann, sonst würde ich so ein paar Dinge mehr zerstören, aber. Ich würde sagen, der ist hier. Wenn er hier nicht ist, dann keine Ahnung. Und das war sogar gut. So. Und auf zum Mom. Ah. Dann werde ich wohl im nächsten Part auf jeden Fall eine Challenge machen. Steht auf jeden Fall schon mal fest. Oder Lazarus, wenn ich jetzt hier schon so lange kämpfen muss. Lazarus wird mir nicht gefallen, weil ich mit dem Charakter einfach kein Glück habe. Also so richtig Glück. Ich habe insgesamt 2 Runs mit dem komplett gemacht. Oder, nee, 3. Chest Boss besiegt, Dark Womb Boss besiegt auf normal und dann noch ein Run auf schwer. Um Mams Herz da zu besiegen, mindestens. Weiß nicht, wie weit ich da gekommen bin, aber bis auf diese 3 Runs, wo ich nicht wirklich so weit gekommen bin, überhaupt, hatte ich überhaupt kein Glück mit dem. Als ob der das Pech magisch anziehen würde. Oh Gott. Bitte gute Pillen. Tears Up ist gut. Bombs Aki ist sogar auch gut. Die finde ich auch gut. Eher das. So. Die Suche nach dem Bossraum geht los. Mehr tut man ja in Womp nicht. Boah. Nee, jetzt nicht so. Geht weg. Ja. Du auch. So. Boah. Solche Räume hasse ich. Und wo man sich, wo man reinkommt und sich eigentlich nicht bewegen darf, sonst ist man tot, so ungefähr. Bis er kriegt Schaden. Ja. Ach stimmt, ja. Mann, selten dämlich. Ist er hier vielleicht? Nein. Nur diese Missgeburt da. Ja, ich weiß nicht, wie ich sonst beschreiben soll, aber sie ist auf jeden Fall nicht hübsch. Aber. Ach, der spawnt ja auch noch Gegner, stimmt. Ich habe den Gegner einfach zu selten, als dass ich daran denken würde. Meistens töte ich den viel zu schnell. Stirb! Oh, was soll ich mit 50 Milliarden Schlüsseln? Niemand braucht Schlüssel, so viele. Außer es würde ein Schlüsselbettler kommen. Boah, ich hasse diese Gegner. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Aber Brimstone Baby, ich weiß nicht wie, Little Brimstone, glaube ich, ist sehr gut. Und auch zum Boss. Terratoma. Hatte ich als Boss selbst noch nicht einmal. Also jetzt nicht bewusst. Ich hatte eher Conquest. Oder was gibt's noch hier so? Auf den Ebenen, ich weiß es nicht. Was haben wir im Gottesraum? Bibel. Instant Win? Okay. Da ist ein blaues Herz. Und da nicht.
Gut. Damit hätte sich die Frage mit, wie besiege ich, ob ich Mams Herz besiege, geklärt. Weil ich instant gewonnen habe. Aber erstmal muss ich noch dahin kommen. Dann spende ich mal. Und hoffe, dass ich genug Damage mache. Für die Gegner. Blue Map. Das Item, wenn ich das kriegen sollte. Hier in dem Wand eh nicht mehr. Zeigt mir alle Geheimräume an. Boah. Ey, das ist ja richtig mies. Also, vorher gab es ja nur Treasure Map. Und die hat einem den normalen Geheimraum angezeigt. Oh Gott, ist das ein Scheißraum. Und jetzt ist, sind die Geheimräume in eine Extra-Map gepackt, beziehungsweise Extra-Item. Und Treasure-Map zeigt nur noch alle Räume an. Also man braucht jetzt zwar für alle Räume und sehen, wo was ist, Kompass und Treasure Map, aber um wirklich alles zu sehen, braucht man jetzt noch Blue Map. Ich glaube, ich habe noch nicht alle drei als Kombination, aber es gibt ein Item, wo man eh alles sieht, immer. Aber das freizuschalten, werde ich in diesen 31 Tagen nicht schaffen. Nie im Leben. Also, das kann ich ganz klar sagen. Weil dafür müsste ich den Charakter The Lost freischalten und mit dem was Bestimmtes schaffen, aber nein. Ich will jetzt nicht spoilern, was der Charakter kann, weil vielleicht manche das noch spielen wollen und sich nicht spoilern lassen wollen. Aber oder ich zumindest eine Person könnte es vielleicht gucken, der ich das nicht spoilern wollte, weil die eine AP dazu macht. Und nee, der Charakter ist kein Spaß. Es gibt ein paar Item-Kombinationen, mit denen man im Grunde unbesiegbar ist und damit instant gewonnen hat sozusagen, aber die erstmal zu bekommen, ist kein Spaß. Ich habe zum Glück einen anderen Weg gehabt, das zu schaffen und Alter, ich muss jetzt noch aufpassen, dass ich jetzt nicht noch vor dem Herzen sterbe. Um nicht zu sagen, einfach nur ein Bug, der mir die Zeit verkürzt hatte. Der Bug ist inzwischen behoben. Den habe ich durch Zufall herausgefunden gehabt. Ich habe einfach mal den Charakter freigeschaltet und gespielt. Und dachte mir, okay, mit dem probierst du jetzt etwas, um überhaupt mal was geschafft zu haben. Weil der Charakter ist wirklich nicht einfach zum Spielen. Und zufällig habe ich dann den Bug gefunden, mit dem ich unbesiegbar war. Wirklich unbesiegbar. Der mir die Zeit verkürzt hat. Ist halt so, aber nee. So würde ich nur noch hoffen, die perfekte Item-Kombination zu bekommen und ja. Dafür braucht man viel zu viel Glück. Wow. Ey. Ich werde hier noch sterben. Bevor ich beim Herzen bin. Ich seh's doch kommen. Boah. Wenn das so weitergeht. Oh Gott. Nein! Das Spiel will mich verarschen. Ohne Witz. Bitte Bossraum. Oh Gott. Genau noch so ein hässlicher Raum. Echt jetzt? Spiel.
Ich hoffe einfach, dass hier jetzt... Oh, da ist schon mal der Bossraum. Oh nein, nicht so ein Raum. Nein. Uah. Mit der Bombe habe ich den einen Gegner getötet, stimmt. Boah, habe ich ein Glück. Weil diese roten Gegner, die hasse ich. Und instant gewonnen. Und zu Halo freigeschaltet. Hui. Ich könnte jetzt noch zu Isaac gehen. Tendenziell. Das würde ich im Leben nicht schaffen. Und will ich jetzt auch nicht probieren. Ich will einfach nur spaßig sein. Mal gucken, ob da ein blaues Herz drin ist. Damit hätte ich es vielleicht noch in Erwägung gezogen, aber nein. Wir sehen uns das normal ändern. Ach, Eden haben wir freigeschaltet. Boah, der ist ja noch schlimmer. Also es ist mein Hasscharakter so ungefähr fast. Weil er auf viel zu viel Randomness am Anfang basiert. Nun gut, jetzt haben wir es einmal geschafft, wie man an dem Kreuz sieht. Und hier sehen wir uns dann morgen wieder. Bis dahin, ich bin Indiana Jones.